Hallo zu einem neuen Let's Play. Und zwar Let's Play Bomberman. Einblick. Bumm. So. Das Spiel ist ganz lustig. Ich spiele jetzt immer im Kampfmodus, weil es da viel mehr Spaß macht. Die normale Story macht jetzt nicht so viel Spaß, finde ich. Ja. Ich hatte das eigentlich mit zwei anderen gespielt noch. Die Aufnahmen sind leider weg. Hier ist jetzt alle, sind jetzt alle auf normal eingestellt. Team machen wir keins, also gehe ich mal auf bestätigen. So, und dann spielen wir mal Zufall. So. Dann spielen wir dann spielen wir mal zwei Runden. Hier ist alles Zufall, das kann ich nicht bestimmen. Ja, und in dem Spiel geht es darum, dass man Bomben legt und andere gegen sich. Hier ist halt jetzt die Besonderheit ein einziger Tunnel. Also das ist Slotma und jetzt bin ich zweimal schneller als normal. Diese Rollschuh ist Schnelligkeit. So, ich weiß nur nicht. Ich bin hier unten links. Okay, das geht ein bisschen blöd. Ich hoffe, ich sterbe hier nicht so schnell. Moment, Pause. Ich bin gleich wieder da. So, müssen wir mal schauen. Mach wieder das bewährte Buch. So, und jetzt spielen wir weiter. Hier bin ich. Here we go. Sagt man da, glaube ich, im Englischen. Gut. Also eigentlich, wie gesagt, hättet ihr sehen sollen, wie ich das noch mit zwei Fronten spiele. Das hat halt, keine Ahnung, warum nicht hingehaut. Das Hochladen fehlgeschlagen. Könnt mir mögliche Erklärungen schreiben. Ich hätte es eigentlich hochgeladen und dann hat es aber noch nicht funktioniert. Ich hoffe, euch gefällt dieses Let's Play so. Ich finde Bomberman ganz gut. Hier liegen halt Items rum. Die kann man aufsammeln. Das hier zum Beispiel ist eine andere Bombe, aber die hat der gerade kaputt geschossen. Ich sag jetzt da geschossen. Ich weiß, man sieht jetzt hier nicht alles so gut. Das war Speed Up. Wie man hier so gut hört. Jetzt bin ich schneller. So, Moment. Ich muss nur schauen, dass ich hier nicht umgebracht werde. Jetzt kommen da unten die Blöcke. Das hier ist Kraft. Jetzt sind meine Bomben größer. Gut, einer ist gestorben. Das bedeutet, dass man mehr Bomben legen kann. Okay, ich nehme an, der ist gleich tot. Gut, gerade noch überlebt. Sonst wäre es ein Unentschieden geworden. Also irgendwie ist es schief. Hier sieht man mal wieder ein Buch. So. Dass mein Aufnahmegerät runterfällt. Jetzt haben wir wieder einmal Tunnel, auch wenn es eigentlich Zufall ist. Jetzt sind wir doppelt so schnell und doppelt so stark wie normal. Okay, das sieht man jetzt recht schlecht. So, jetzt geht's besser. So, wo bin ich denn? Da bin ich. Ich gehe mal am liebsten da nach oben. Weil wenn dieses schnell kommt, dann muss man halt nach oben gehen, um zu überleben. Ja, jetzt hätte ich fast rot umgebracht. Es ist mir nicht gelungen. Ah, nein, jetzt bin ich gestorben. Sorry, das wollte ich eigentlich euch nicht zeigen, wie ich sterbe. Ich versuche aber jetzt... Moment. Ich versuche jetzt rot umzubringen. Das geht aber nur, wenn direkt eure Bombe rot umgebracht hat. Beziehungsweise den anderen. Sonst haut es nicht hin. Ja, dieses Ding hier bedeutet keine Ahnung was.
Das hier ist halt eine Bombe. Okay, ich habe keine Ahnung. Und wenn man jetzt noch pusten würde, das mag ich nicht, weil man dann nicht, weil man dann nicht mehr so gut sieht, dann würde hieraus eine Totenkopfbombe werden. Gut, ich habe mitgeholfen, Grün umzubringen. Jetzt bringe ich mal Rot um. Ich hätte jetzt eigentlich vor, die zweite Runde auch noch zu gewinnen, weil dann könnte ich dieses Let's Play schnell fertig machen. So. Ich finde es schade, weil Freundin, die hat halt vorher bei dem das gelöscht wurde. Ui, hier ist es warum, da sind halt solche Dinger, die kämpfen halt auch gegen mich, kann man auch kaputt machen. Ja, und meine Freundin, die hört halt damit Let's Play, ja, das war ganz lustig, weil leider wurde es halt gelöscht, weil ich sonst Mario Party nicht Let's Playen können. Das ist irgendwie seltsam, das funktioniert bei meinem Aufnahmegerät nicht gescheit. Naja, und ich hoffe, man hört die Bomberman-Musik. Aber das, wo wir zusammen da Let's Played haben, das war schon sehr schlechte Qualität. Das hier ist jetzt noch besser und das ist auch nicht so gut. Qualität, meine ich. So, ich versuche diese Baroms umzubringen. Na, jetzt kann er hier langlaufen. Ja, gut, der ist gleich gestorben. Ich frage, wieso ich jetzt die Bombe kaputt mache. Ja, ich mag die nicht mehr haben. Und ich möchte nicht, dass jemand anders eine Powerbombe kriegt, weil die ist ganz gut. Also, ja, übrigens, das war eine Bombe. Da, die sterben alle, das ist ganz cool. Ah, Mist, jetzt werde ich den... Was dieser Boxhandschuh bedeutet, weiß ich jetzt auch nicht. Das da rechts oben ist die Totenkopfbombe. Das andere war Kraftwerk. Nein, dass man weniger Bomben schießen kann. Und okay, ich habe schon gewonnen. So, 7 Minuten. In 7 Minuten 3 Pokale insgesamt. Okay, ich könnte jetzt hier verlassen oder erneut. Aber ich mag noch eine kleine Runde drehen. So, allerdings möchte ich eine kleine Runde... Zombie. Weil als wir das gemacht haben, dass was gelöscht worden ist, da haben wir da auch total oft verloren, also ist es eigentlich gar nicht so schlimm, dass wir das nicht haben. Ja. So, wo bin ich? Ich bin hier links oben. Hier muss man halt versuchen, möglichst viele Blöcke in seine Farbe zu machen. Und ich habe jetzt meine Lieblingsbombe. Die wird erst aktiviert, wenn man drauf drückt. Also den B-Knopf drückt, den hier. So. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch sagen sollte. Ja, Zombie. Okay, Zombie ist mein Lieblings. Lieblingsarena. Hier kann man nicht endgültig sterben. Weil sonst wäre das Spiel ja gleich vorbei. Man muss aber aufpassen, weil wenn man stirbt, dann sind seine eigenen Felder weg. Das ist recht. Ah, Mist. Ja, genau, das passiert dann. Und alles, was man schon gespielt hat, der Fortschritt ist dann wieder weg. Och, schade. Das war nämlich gerade meine Lieblingsbombe, die Rot da eingesammelt hat. Und jetzt ist Rot ziemlich unbesiegbar. Ja. Das sieht gerade nicht sehr gut aus für mich. Ich weiß nicht, ob ich Zombie schaffen werde. Zombie ist recht schwierig, wenn man so spielt wie ich hier. Ja. Wah. Gut, das habe ich überlebt. Wah. Okay. Ich werde hier recht oft umgebracht. Das machen die recht gerne, mich umbringen. Oh ne, Rosa hat meine Lieblingsbombe. Das heißt, Rosa wird mich wahrscheinlich gleich umbringen. Das ist ganz lustig. Die bringen dann immer genau mich um, wenn sie meine Lieblingsbombe haben. Gut. Rot ist tot. Die Bombe sollte man nicht nehmen, weil da kommt dann erst so ein Ding, wo man drauf treten muss, bis die Bombe aktiviert ist.
Ist das schon von mir? Oh ja, cool. Deswegen zerstöre ich die jetzt. Okay, ich hätte mich gerade selbst zerstört. Wäre ich da reingelaufen. Das wäre nicht sehr klug gewesen. Ich zerstöre gerade auch so Kraft. Man muss immer aufpassen, dass man nicht von den, dass nicht in den Röhren da sowas drin ist. Und ja, und jetzt kommt schnell, aber hier sind keine Blöcke. Ja, das ist halt bei Zombie einfach nicht so. So, ich schau mal, dass der Part jetzt nicht so lang wird. Oh, ich habe mich selbst umgebracht. Ich brauche halt nur einen Pokalgewinn jetzt, um das zu schaffen. Endgültig zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Sieht nämlich nicht so gut aus. Ah, jetzt bin ich schon wieder gestorben. Ja. Das werde ich wohl nicht mehr schaffen. Nein, ich hab nicht gewusst, dass ich gestorben bin. Ja. Jetzt hat der gewonnen. Und hier endet auch der Part. Ja, wir möchten den Part beenden.